Kaum hat er gegen Leipzig sein Bundesliga-Debüt gegeben, schon hat das 18-jährige Nachwuchstalent Kevin Danso einen Profivertrag beim FCA erhalten. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung. Nach dem gelungenen 2:2 Unentschieden Heimspiel gegen Leipzig muss der FCA nun auswärts gegen Schalke antreten. Für Augsburg ist das ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Markus Weinzierl und ein Spiel gegen eine Mannschaft, die vor allem in der Bundesliga schwer unter Druck steht. Mit nur 27 Punkten sind die Knappen zurzeit auf dem 13. Tabellenplatz, direkt hinter Augsburg. Dabei hatte sich Schalke so viel vorgenommen. Man muss natürlich jetzt auch sagen, sie sind ja mit 5 Niederlagen in die Saison gestartet. Und wenn man dann danach einfach den Punkteschnitt anschaut und wie sie sich entwickelt haben, ist der okay. Ich finde, das Spiel war gestern gut, was sie auf den Platz gebracht haben. Wir sind gewarnt vor Schalke. Ich muss sagen, die haben richtig viel Torschancen gehabt. Und dank Torwart von Gladbach ist nur 1:1 ausgegangen. Aber ich habe frühere Spiele nicht geguckt, deswegen ich kann nicht vergleichen. Ich konnte nur sagen, dass die extrem viel Qualität haben und dass wir am Sonntag am ersten Minute müssen da sein, sonst werden wir Probleme haben. Personell sieht es beim FCA nun ein wenig besser aus. Daniel Bayer allerdings kann nach wie vor nicht spielen. Ich muss jetzt direkt nachdenken. Also es war heute schon wieder der ein oder andere mehr im Training. Ging auch deutlich besser, zum Beispiel beim Paul Verhaag jetzt. Jan Moravec ist noch nicht ganz klar. Der war heute noch nicht im Training. Müssen wir jetzt morgen nochmal schauen. Ansonsten, Alfred hat es ja gut gemacht. Auch wieder voll mittrainieren können für den Bogason. Wen haben wir noch? Dani Bayer geht noch nichts. Also für das Spiel jetzt am Wochenende. Da müssen wir auch weiter schauen. Aber ansonsten sind wir auf einem guten Weg, was die Verletzten betrifft. In der Hinrunde gab es ein 1:1. Doch ein Sieg Augsburgs über Schalke liegt 15 Monate zurück. Ein Sieg würde Augsburg sehr weiterhelfen. Schalke aber braucht auch dringend 3 Punkte. Es ist schon so, dass man, wenn man Schalke dieses ganze Jahr so sieht, vieles Neues gesehen hat, was der Markus da eingeführt hat bei denen. Und ja, da stellen wir uns halt jetzt drauf ein. Ja, wir versuchen jedes Spiel ganz fokussiert und konzentriert zu sein. Ich habe auch gegen Bremen und gegen Wolfsburg Spiele gewonnen, 2 gute Spiele gemacht und danach 2 Niederlage kassiert. Und wir wollen das jetzt ändern. Ich glaube, nach 2 gute Spiele, wir wollen jetzt weiter Serie entwickeln. Und daher, wir sind fokussiert aufs Spiel und freuen uns auf ein geiles Spiel.